Der Sommer kann so schön sein. Viel an der frischen Luft verbringen, Sonne tanken, Vitamin D wird ausgestoßen, Glückshormone werden auch mit produziert. Man kann sich auch an die frischen Früchte draußen im Garten mit erfreuen. Das Grün, die Bienen, die frischen Düfte von den Blüten, wenn da nicht das in der Nacht wäre. Die kleinen Biester können auch einen ruhigen und schönen Abend im Garten zerstören. Und das jedes Jahr aufs Neue. Ich hatte vor einigen Zeiten, bevor ich mit meiner Ernährungsumstellung begonnen hatte, irgendwann auch mal keine Lust mehr im Sommer am Abend vor allem irgendwie rumzulaufen. Da war ich immer ziemlich genervt, wenn die Mücken dann immer einen zerstochen haben in der Nacht oder dann nach dem Regen, wenn die dann irgendwie aufgekommen ist beim Fußballspielen. Und das hat dann mit der Zeit, wenn der Sommer fortgeschritten war, habe ich mich immer gefreut, wenn dann mehr Herbst oder Winter wird. Wenn du noch nicht rohköstlich bist, einige Sachen, die du sofort anwenden kannst, damit du durch die Mücken deine Lebensfreude am Sommer nicht verlierst. Was die vegane Rohkost damit zu tun hat, werde ich dir am Ende des Videos erzählen. Ist so ein kleiner Top-Tipp von mir. Als erstes erschwere den Insekten den Zugang zu deiner Haut. Trage einfach langärmelige Sachen. Und jetzt hier bei den Temperaturen 20 bis 25 Grad und es etwas bewölkt ist, geht es dann noch ein bisschen besser klar. Wenn es dann so Richtung 30 bis 35 Grad geht, da gibt es auch spezielle Kleidungen, zum Beispiel solche Sachen, wie man hier halt in der Wüste trägt, um halt auch die Haut vor der Sonne zum Beispiel zu schützen. Bei mir ist es halt dann so, dass es dann halt auch in der Nacht dann sehr drückt, auch schwül ist und schwitzt, dann möchte ich auch weniger langärmelige Sachen anziehen, dann möchte ich einfach die frische Luft auch nutzen, damit halt durch meinen Schweiß mein Körper etwas abgekühlt wird. Und wenn es bei dir auch genauso ist, du möchtest natürlich auch die Leichtigkeit im Sommer spüren. Vor allem ich möchte auch, weil ich den ganzen Tag draußen bin, ich supplementiere kein Vitamin D, möchte ich auch hier nochmal zusätzlich Vitamin D über die Sonne nochmal tanken. Hier kannst du folgende Öle auf deine Haut aufschmieren, die Mücken abschreckt. Beispielsweise Lavendelöl, Minzöl, Hanföl oder auch Kokosöl. Bei Lavendel und Minze ist es halt so, dass die halt ätherische Öle und die Düfte mit ausstoßen, die halt die Mücken abschrecken im Allgemeinen. Das heißt, du kannst auch solche Pflanzen bei dir mit auf die Terrasse stellen, um dich halt so her von den Mücken auch zu schützen. Allerdings sei auch etwas sparsam mit den Ölen, die verstopfen auch deine Poren von der Haut und du musst halt auch wissen, deine Haut ist auch das größte Entgiftungsorgan, es atmet und das ist halt sehr wichtig, dass die Poren auch geöffnet sind, damit auch hier die Haut die normalen Funktionen auch erfüllen kann. Dennoch sind die Öle um einiges besser als irgendwie aus dem chemischen Insektenschutzmittel zurückzugreifen, weil das auch Gift für die Haut ist und dem Körper. Damit du auch in der Nacht ruhig und entspannt schlafen kannst, denn wir alle wissen, erholsamer Schlaf ist sehr wichtig, um überhaupt funktionsfähig zu sein. Und so ein Summen die ganze Zeit im Ohr, kennt von uns jeder, ist einfach nur hinderlich, störend und das kann auch wirklich einen zu Weißglut bringen. Das heißt, schau vor, dass die kleinen Biester jetzt nicht in deine Wohnung kommen. Du kannst hier Fliegengitter beispielsweise an einem Fenster oder auch Türen montieren. Eine Party feiern die Mücken im stehenden Gewässer. Ist eine ganz klare Brutstätte für sie und die freuen sich da wie wild. Da werden sie auch ihre Eier ablegen und je länger du halt stehendes Gewässer hast, desto mehr Mücken wirst du auch haben. Also hier ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt zum Beispiel Regenfässer, die halt ein bisschen weiter offen sind. Da kann man vielleicht auch Abdeckung oder Deckel oben drauf machen. Oder wenn ihr zum Beispiel, wie ich jetzt auf meiner Terrasse, Pflanzen im Kübel habt und da eine Auffangschale habt, dass wenn ihr da unten reingießt, dass es halt schnell verdunstet oder wenn es halt dann mal regnet und das für mehrere Tage einfach stehen bleibt, dass ihr das dann einfach wegkippt, weil da siedeln die sich sehr schnell an. Die einzige Ausnahme von stehenden Gewässern, was dir sogar helfen kann, das Mückenproblem zu reduzieren, sind Teiche. Und wenn du halt hier Teiche anlegst, erhöhst du drastisch die Artenvielfalt und da gibt es natürlich auch Tierchen, wie zum Beispiel Libellen oder auch Frösche, die halt Mücken mitfressen. Vermeide Parfüms und duftende Produkte. Nimm lieber etwas Neutrales, das lockt die Mücken nicht ganz so stark an und der Schweiß ist auch ein Signal für die Mücke, um uns ranzukommen, weil wenn der übelriechend ist, dann wird die Mücke hier auch angelockt. Das ist einfach nur ein Zeichen davon, dass unser Körper hier Giftstoffe hat und die Mücke halt ans Blut reinkommt und sozusagen das Blut reinigt. Letztlich ist dieser übelriechende und säurehaltige Schweiß einfach ein Hilferuf an die Mücke, um den Körper hier als Symbiont mit zu unterstützen. Und seit ich meine Ernährung vor 7 Jahren auf die vegane Rohkost umgestellt habe, habe ich immer weniger Probleme mit den Mücken. Mein Schweiß ist erstens viel weniger, strömt auch nicht so in Fließen raus, ich komme viel besser mit der Hitze klar. Mein Schweiß ist auch nicht so übelriechend, mein Blut ist auch nicht mehr so übersäuert, weil mein Körper ja kontinuierlich durch das Fasten, basisches Baden,
Körpertraining und auch die Rohkost die ganze Zeit halt immer auf Trab halte, den Körper auch hier so reinige und die ganzen Giftstoffe, die sich halt über Jahre angesammelt haben, mit ausscheide. Und die Mücken halt deshalb schon nicht so den großen Bedarf haben. Ich habe halt auch schon gemerkt, dass die Mückenstiche sich mit jedem Jahr drastisch reduzieren. Und jetzt neuerdings habe ich vielleicht nur ein, zwei Mückenstiche, obwohl ich halt den ganzen Tag draußen bin. Die Mücken haben kein Interesse an meinem Körper. Merke ich auch vor allem daran, wenn ich mich mit anderen Menschen halt treffe, die jetzt keine Rohköster sind, sondern ganz normales konventionelles Sachen essen. Ja, ganz normales Leben, wie die meisten halt auch führen. Also gekochte Sachen essen, auch Alkohol trinken, manche rauchen sogar. Und da zieht es dann viel mehr die Mücken hin. Dich einfach mit Menschen umgibst, die halt mehr von den Mücken angezogen werden, dass du sozusagen als Ablenkung dienst. Das kannst du auch mal so ein bisschen im Hinterkopf haben. Falls du derjenige bist, der bei Feiern und auch bei Familientreffen zum Beispiel die ganzen Mücken auf sich lockt und du jetzt gar keine Lust mehr drauf hast, dann kann ich dir hier meine Dienste anbieten. Ich kann dir dabei helfen, deine Ernährung umzustellen in Richtung schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost. Muss nicht unbedingt gleich 100% sein, empfehle ich auch nicht, aber du kannst auch schon die ersten Schritte machen, zum Beispiel schon erst mit 50% anfangen, auch hier den Darm schon mal zu reinigen, sanieren, auch basische Bäder mit zu integrieren, um die Übergänge mit einfacher zu gestalten, damit du die ganze Kombination der Entgiftung mit Ernährung, Fasten, Baden, Luftbad, Atemübungen, Bewegung mit integriert hast, deine Gesundheit merklich in wenigen Wochen einfach verbesserst und hier auch deine Lebensqualität erhöht. Da wirst du auch schon schnell merken, dass die Mücken bald kein Interesse beispielsweise an dir haben. Sonst findest du hier noch an der Seite zwei weitere Videos von mir, die dir nochmal meine Fähigkeiten noch etwas untermauern können, damit du doch zu 100% sicher bist, dass ich etwas drauf habe. Ja. Letztlich sind das auch Tipps für deine Gesundheit oder auch hier, wie du ein frisches Obst und Gemüse ohne Gifte anbauen kannst. Also hier, wie du einfach dein Leben bereichern kannst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.